ich mache ein neues Video und ich erkläre euch mal ein bisschen die Zügelhaltung, weil das ist immer ein großes Thema. Das hier ist jetzt ein Bit, also eine Kandare. Und deswegen in der Kandare reiten wir natürlich immer einhändig. Das ist das Endziel. Der Weg dahin ist natürlich ein bisschen länger. Aber viele reiten in Kandare und reiten nur zweihändig und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das heißt, zumindest bei unerfahrenen Pferden sollte man am Anfang und Ende immer ein bisschen einhändig reiten. Und da steht vorgeschrieben vom Regelbuch, dass man einen Finger zwischen den Zügeln haben muss oder keinen. Man darf auf gar keinen Fall zwei reinnehmen, dann ist man raus. Generell nehme ich die Zügel so, dass ein Finger drin ist, von oben geht der rein und der hängt immer da runter, die beiden Zügelenden, muss ich mal kurz sortieren, mit der Hand, wo ich reite. Also so ist es richtig, so wäre es falsch. Also mit der Hand, wo ich reite, auf der Seite hängen die Zügelenden runter. Dann haben wir, das ist die normale Haltung, dann haben wir natürlich im Training ein paar andere Haltungen. Das heißt, wenn ich ein Pferd schnell zweihändig nehmen möchte, mache ich das hier. Ich nehme hier die Hand rein und lasse das so, anstatt die Zügelbrücke umzuformieren. Und wenn das Pferd dann gut läuft, kann ich es wieder fallen lassen und den Finger wieder rein tun. Ich mache es nochmal langsam. Hier die Hände rein, zack, auseinanderziehen, dann habe ich ihn sofort zweihändig. Und wenn ich das dann auflösen will, lasse ich das los und tue den Finger wieder rein. Ich reite immer mit Finger drin. Warum? Weil ich in der Lage bin, so einhändig die Zügel zu verstellen. Das heißt, das ist wirklich Trainingssache. Ich kann den Zügel kürzer machen, ich kann aber auch den Zügel kürzer machen. Und das würde ich euch empfehlen, das müsst ihr trainieren. Ihr könnt nicht immer reiten und immer reinpacken, das ist nicht die Lösung des Problems. Im Idealfall lässt ihr das Pferd halt über Beinstellen und Neckrein, aber das ist auch wieder das Endprodukt. Also übt ihr bitte beim Warm- und Kaltreiten, dass ihr hier die Zügel einhändig, das darf man auch, man darf natürlich nicht den zweiten Finger reinnehmen. Oder andersrum. Das muss man aber wirklich üben. Und am Anfang ist halt normal bei unerfahrenen Pferden, dass ich in der Volte den inneren Zügel ein bisschen kürzer nehme. Dafür müsst ihr das wirklich beherrschen. So, die Zügel sollen natürlich nicht verheddert sein. Also, das ist die normale einhändige Haltung. Dann mache ich persönlich, auch gerade wenn ich rechts rum reite, manchmal so und dann habe ich hier gleich den inneren Zügel mehr auf Kontakt. Und dann kann man das wieder fallen lassen. Das ist natürlich auf der anderen Seite nicht möglich. Also wenn ihr schnell ein bisschen schummeln wollt im Training natürlich nur, dann macht ihr den hier, zack, packt rein, dann könnt ihr das Pferd nach rechts stellen. Das gleiche nach links, wenn die nicht nach links sich stellen lassen, kann man das auch. Kein normales Werkzeug, aber zwischendurch hilft es mal kurz, wenn ich nicht reinpacken möchte. Hier das Horn so ein bisschen als Umlenkrolle nehmen. Ne? Das ist natürlich nicht der Idealfall und das soll auch nicht das Endziel sein. Aber wenn ich nicht reinpacken möchte, was ich halt nicht so gerne mache, nehme ich mir das Horn mal kurz zur Hilfe und stelle ihn um. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, alle Finger rein, dann kann ich ihn umstellen. Weil ich reite entweder einhändig oder zweihändig, auch im Bit. Ich reite nicht einhändig und packe die ganze Zeit rein. Entweder ich nehme dann zweihändig und arbeite in Ruhe, oder ich nehme ihn einhändig und helfe den unerfahrenen Zügel, indem ich den inneren Zügel kürzer mache, den unerfahrenen Pferd. Ne? Also bitte mein Appell an euch, wenn ihr im Bit reitet, fangt an einhändig zu reiten. Und wenn ihr das tut, bitte nicht die ganze Zeit reinfassen. Also ich gebe tatsächlich Reitstunden, wo ich verbiete, reinzufassen, weil ich möchte den Reiter dazu zwingen, dass er lernt, die Zügel zu verstellen. Einhändig. Können die meisten nicht, weil sie es eben nie tun und immer schnell den hier machen. Also den hier schnell möchte ich persönlich nicht. Wie gesagt, ich verändere die Zügel oder ich mache den hier. Natürlich packe ich auch gegebenenfalls mal kurz rein. Aber das Ziel ist es eigentlich wirklich einhändig zu reiten und das erste Ziel ist eigentlich als Reiter einhändig die Zügel zu sortieren. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich sehe immer ganz viel den hier, dass die Leute die Zügel gleich lang machen. Generell ist das nicht ganz verkehrt, aber ich persönlich mache es so gut wie nie, weil wenn ich rechte Hand reite, mein Pferd guckt immer nach links, ist es eigentlich ziemlich simpel, der linke Zügel ist zu kurz. Punkt. Selbst wenn der gleich lang ist, ich mache es wirklich nach Gefühl, ich nehme die Pferde auf. Und wenn ich merke, oh, die gucken jetzt, ich mache jetzt mal den einen absichtlich kürzer, die gucken nach links, dann ist der linke Zügel zu kurz. Punkt. Dann muss ich natürlich entscheiden, ob ich den linken länger mache oder den rechten kürzer. Aber ich möchte, dass ihr lernt, das zu fühlen. Ihr nehmt die Pferde auf und guckt, okay, das Pferd ist gerade wunderbar. Ihr müsst nicht den hier machen, weil den hier heißt, ich habe kein Gefühl und fühle es in echt nicht. Ne? Also wir nehmen das Pferd auf, ist das Pferd verstellt, muss ich die Zügel korrigieren, läuft das Pferd gut, wunderbar. Also nicht hinten gucken, sondern fühlen. Läuft das Pferd so, wie es hätte und wenn es nicht so läuft, heißt nicht, dass die Zügel ungleich lang sind, es gibt ja auch krumme Pferde, sondern es heißt, dass der eine Zügel zu lang oder zu kurz ist, Punkt. Und da ist natürlich jedes Pferd anders, deswegen einfach nach Gefühl reiten. Kommen wir noch kurz zum letzten, Zügelhaltung einhändig. Generell sage ich immer, wollen wir die Ellenbogen auch einhändig angewinkelt
und auf Höhe vom Sattelhorn vorm Sattelhorn. Ich habe die nicht genau in der Mitte, weil dann sitze ich krumm. Ich habe die so ein bisschen daneben und das bringe ich den Pferden bei. Dann empfinden die das nicht als falsch, sondern normal ist, dass er leicht daneben ist. Man reitet ja viel mit der Hand und dann machen unheimlich viele Dehnen hier und werden unheimlich krumm. Deswegen selber zur Orientierung immer gucken, dass die Ellenbogen parallel sind. Und ich persönlich arbeite so zum Bauchnabel, Brust. Ich sehe Leute, die machen die ganze Zeit den hier, aber den hier heißt, die Hand wackelt und ist unstabil. Da muss man einen sehr, sehr ruhigen Sitz haben und einen sehr, sehr starken Arm, um da still zu halten. Also wir nehmen die auf, machen die weich, lassen die wieder lang. Wenn das Pferd sich total verhakt, kann man mal als Korrektur den hier machen, das machen manche. Das ist auch in Ordnung. Warum hilft das? Weil das Ruhe gibt und die Hand ist ruhig und man hält einfach, bis das Pferd nachgiebig wird und dann löst man es wieder auf. Also wenn das hier nicht funktioniert, darf man sich ruhig mal damit helfen, nur um das Pferd zu stabilisieren und wenn das Pferd dann zur Ruhe kommt, wieder auflösen. Ja, also generell wollen wir hier so in dem Rahmen mit der Hand arbeiten und wenn das Pferd gut läuft, ist die auf Höhe vom Sattelhorn. Ich will nicht die ganze Zeit die Hand hier haben, ich will die auch nicht hier haben, weil da sitze ich krumm. Okay, danke schön.